Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig, endlich wieder ein Interview mit Pavlina Klemm zu führen. Hallo liebe Pavlina, herzlich Hallo, lieber willkommen. Matthias, danke für die Einladung. Ja, wir hatten ja vor einiger Zeit im letzten Jahr ein Interview und das hat sehr großen Anklang gefunden. Und es gibt viele, die sich sehr auf unsere heutige Begegnung freuen und ich freue mich auch schon seit langem auf unser Gespräch. Und wir haben ja eben gerade schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja wirklich sehr, sehr turbulent ist aktuell. Und ich hatte gesagt, dass ich das gerade so erlebe, dass wirklich sehr viele positive Dinge passieren, aber gleichzeitig parallel auch sehr viele herausfordernde Dinge passieren. Und du hast es bestätigt, ne? Ja, also es geschieht wieder so viel. Also wir sind wirklich ja wie auch ein Karussell, aber alles sortiert sich neu und positiv. Aber in dieser Zeit geht es gerade darum, dass wir Menschen oder die Menschen, die sich auch für die positive Zukunft entschieden haben, also die sind praktisch jetzt auf die Zeitlinie zurückgesetzt, die sie sich ursprünglich eingeplant haben. Also Zeitlinie ohne Manipulation und ohne jegliche Nebeneffekte. Und unsere Engel, unsere Lichtwesen, die helfen uns dabei sehr. Das ist jetzt gerade ihre sehr große Aufgabe, uns dabei zu helfen und uns zu unterstützen, uns dabei begleiten. Und gleichzeitig, ich habe das auch so kurz in meinem Video auf meinem YouTube-Kanal erwähnt, dass gerade, und das ist auch sehr spannend, weil wir eben so viele Nebeneffekte oder Nebenwirkungen sozusagen spüren. Was gerade geschieht, ist das, dass die energetischen Bänder zwischen uns und zwischen den niedrig schwingenden Dimensionen gerade zerreißen. Also wir befinden uns gerade in so einem Vakuum oder wie so ein Zwischenraum. Wir fühlen nicht gerade so viel Gravitation. Und deswegen erleiden wir auch ziemlich oft oder viele von uns Unfälle oder wir rutschen aus. Es ist, als ob wir gerade an der Stabilität, ein bisschen verloren haben. Es hat natürlich auf unsere Systeme oder Systeme des Körpers und des Geistes und der Seele Auswirkungen. Also auf der körperliche Weise ist es so, also das auch, was ich angesprochen habe, dass wir ja gerade nicht direkt die Gravitation der Erde spüren, aber es ist auch, also tut sich auch auf unseren Nervensystem sehr stark auswirken. Also viele sind ja so ein bisschen angeschlagen, sind nicht so robust. Man hat nicht so die starken Nerven wie vielleicht früher, weil das alles eben so mit der Vibration des Universums und der Erde zusammenhängt. Und auch sehr oft erleben wir, dass wir Herzrasen bekommen, Herzrasen, Herzklopfen, weil das Herz oder die Herzmuskulatur sich gerade an die neue Frequenzen oder die Bewusstseinsebenen gerade anpasst und verbindet. Und das Herz muss wirklich jetzt ziemlich starke Arbeit leisten. Das berichten auch viele Menschen. Oder Viele dass wir Menschen auch. haben ja auch Erkältungen, ne? Oder so wirklich ganz starke Grippe, Symptome, Schnupfen, Husten oder also wirklich, ich kenne sehr viele, die auch gerade auch mit Kindern und so, die ganz schön angeschlagen sind so in den letzten Monaten, ne? Man fühlt sich wirklich müde. Ja, manchmal kommt so unglaubliche Müdigkeit. Manchmal fühlen wir uns im Gegenteil voll Energie aufgeladen, wenn wir uns gerade vielleicht mit den höheren Bewusstseinsdimensionen verbinden. Ja, und auch zum Beispiel unsere Verdauungsorgane. Also das haben auch jetzt viele Menschen. Also das habe ich jetzt so oft mal gehört. Ja, Menschen, die nie mit Magen oder mit Leber Probleme hatten, haben jetzt ja verschiedene Entzündungen, weil sich der Körper ebenso anpasst. Und Solarplexus ist praktisch die zentrale Stelle für unsere oder für die kristalline Systeme in unserem Körper.
Und Solarplexus verbindet uns eben mit den kristallinen Systemen unserer Erde und auch unserer Galaxis. Und das ist jetzt gerade sehr starke Arbeit. Und wenn wir eben in diesem Zwischenraum sind, fühlen wir uns eben, ja, wie du sagst, auch kränklich oder ja, wir sind nicht so gerade in unserer Kraft. Was uns aber hilft, ist immer wieder rauszugehen, gell, in die Natur. Das sagen wir auch bei jedem Gespräch, dass das dem Körper wirklich hilft. Ja, und der Geist, unser Geist, da haben wir auch jetzt momentan Schwierigkeiten oder viele von uns, dass man sich nicht vielleicht so gut konzentrieren kann oder wir suchen nach Worten. Wir fühlen uns einfach manchmal überhaupt nicht bei uns, weil der Geist verbindet sich momentan mit dem höheren Ich oder mit unserem höheren Bewusstsein, mit unserer höheren Intelligenz und gleichzeitig mit den Lichtwesen und Frequenzen, den höheren Bewusstseinsdimensionen. Also der Geist, unser Geist besucht schon praktisch die höheren Bewusstseinsdimensionen. Deswegen ist er auch manchmal abwesend sozusagen. Und der tut sich auch eben von den niedrig schwingenden Dimensionen abtrennen gerade. Also der leistet wirklich jetzt sehr, sehr große Arbeit. Ich würde sagen, dass auf der seelischen Ebene sind wir einen Schritt voraus, weil die Seele von uns hat sich auch schon ausgedehnt oder mit den Lichtern des Universums verbunden. Aber Geist, ja, unsere Gedanken, unser Verstand, also wir wurden natürlich tausende von Jahren manipuliert und der muss jetzt viel leisten, der muss sich jetzt viel abtrennen von den niedrig schwingenden Dimensionen. Ja, und das macht was mit uns auch, wenn wir schlafen. Bei vielen Menschen hat sich auch Schlafstil verändert. Manche schlafen schlecht, manche wieder so tief. Also alles ist anders. Also unsere ganzen Systeme tun sich gerade ja also verändern, umändern. Alles programmiert sich neu. Also ich erlebe das gerade auch wirklich sehr stark. Ich bin auch gerade sehr intensiv, also mit meinen Business-Themen beschäftigt, wie zum Beispiel, ne, dem weiteren Aufbau von Regenbogenkreis. Und ich erlebe es gerade so stark, dass sich wirklich täglich entscheidende Dinge verändern und neu sortieren. Und also es ist wie so, ich habe eine Idee, ne, oder in der Klarheit und am nächsten Tag ändert sich die Materie entsprechend dessen, was ich oder dem, was ich ausgesendet habe. Das geht in gerade in so passiert in so einer Geschwindigkeit, dass es also fast überfordernd ist. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Denn wir haben dieses Jahr ist auch das Jahr der Manifestation, gell? Also letztes Jahr, da haben wir auch darüber gesprochen, war das Jahr der Wahrheit. Also das war nicht so, dass vielleicht so die ganz große Wahrheit rausgekommen ist, aber die Frequenz der göttlichen Wahrheit angefangen hat, zu uns zu strömen. Und die hat hier so viel in die Bewegung gebracht. Also die hat sich überall umgeschaut, diese Frequenz. Und viele Elemente der Manipulation oder der Lüge hat einfach ans Licht gebracht. Und letztes Jahr war unglaublich große Bewegung. Deswegen, das geschieht natürlich weiterhin. Aber das hat dazu geführt, dass wir jetzt eben, dass unsere Gedanken jetzt klarer geworden sind und wir können wirklich schneller manifestieren. Es geht jetzt alles so schnell. Und zu diesem Thema, dass wir eben so das Jahr der Manifestation haben, ist auch noch so schöne Sache dazu, dass die Engel oder die Lichtwesen der Manifestation zu uns gekommen sind, also zu uns, zu Menschen. Und die haben eine wunderschöne Aufgabe. Also wenn wir an irgendwas denken oder wenn wir so eine Vision haben oder Wunsch, dann sind die dazu da, dass sie unsere Gedanken richtig zum Ziel bringen. Also das ist ihre Aufgabe. Also sie bringen wirklich diese Gedanken zur Manifestation. Und dadurch, dass wir
um uns herum schon so viel gereinigt haben, sind unsere Gedanken eben klarer und die sind schön farbig, so schön bunt und dann das sehen sie und das können sie eben, ja, dann können sie mit uns schön mitarbeiten und uns helfen und bringen eben unsere Gedanken zum Ziel und das geht total schnell jetzt, wie du sagst, ja. Ja, also es geht unglaublich schnell. Und gleichzeitig erlebe ich das zumindest so, dass auch ganz viele Herausforderungen plötzlich auftauchen, also Widerstände und dass sich Dinge irgendwie wirklich plötzlich erschweren oder nicht funktionieren. Also meine Vermutung ist oder teilweise meine Erfahrung ist, dass das Dinge sind, die einfach nicht mehr passen. Also die schwingungsmäßig einfach nicht sein sollen oder nicht mehr in unserem Feld sein sollen, dass die jetzt an die Oberfläche kommen, an die Sichtbarkeit und damit sie dann auch wirklich gehen können. Das ist auch total faszinierend gerade. Ja, das erlebe ich auch. Und die Plejaden sagen uns immer so schön, ja, weil diese Gedanken oder halt diese Elemente oder diese Dinge, wie du sagst, die sind nicht mehr kompatibel mit den hohen Schwingungen, in der wir ebenso gerade schon kommen, gell? Mit denen wir uns gerade ebenso verbinden. Und in diesen Tagen oder ja, eigentlich in diesen Tagen haben wir wieder so einen neuen Quantensprung erlebt. Das haben wir auch alle gefühlt. Ich habe jetzt am Wochenende auch so ein Seminar gehalten und viele Menschen waren so müde. Und dann haben wir auch nachgefragt und haben wir Antwort bekommen, dass wieder so ein neuer so Quantensprung in diese Zeit zu uns oder wir haben gerade erlebt. Und das wird noch mehr mit uns machen. Also es ist auch so, dass mit jedem Quantensprung ja geschieht viel im kollektiven Feld, des ja, kollektiven Feld der Menschheit. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch die Möglichkeit, uns mit den kosmischen Farben wunderbar sich zu verbinden. Also die Farben, also jede Farbe hat auch oder ist mit dem Wesen verbunden, mit Lichtwesen. Und diese Lichtwesen der Farben, die Lichtwesen der kosmischen Farben, gehen mit uns auch in Kontakt. Und die helfen uns, uns auch in unserem Leben. Sie helfen uns beim ja, Ausheilen und auch bei Neusortieren. Also wir kriegen jetzt Hilfe von allen Seiten, aber es ist auch wirklich sehr anstrengend, wie du sagst. Auch unsere Geräte zum Beispiel, damit ich jetzt noch zurückkomme, unsere Geräte viele gehen kaputt, weil sie auch nicht mehr kompatibel sind. Gell? Die sind auf die 3D ausgerichtet, aber wenn zu uns, wenn wir zum Beispiel mit den Lichtwesen kommunizieren oder wenn wir selbst schon hochschwingen, können das unsere Geräte nicht mehr aushalten und ja, gehen sie kaputt. Sehr, sehr spannend. Und wie wirkt sich dieses, also es ist ja eine sehr, sehr starke Transformation, die gerade stattfindet. Wie wirkt sich das denn auf diejenigen aus, die noch gar nicht offen sind für das neue Bewusstsein, also die noch wirklich an die Matrix glauben? Ja, also was da habe ich auch natürlich die Plejade so oft mal gefragt. Und sie sagen, auf der seelischen Ebene tut sich immer eine Veränderung zeigen. Die Menschen tun das wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen, aber auf der geistigen Ebene wird noch gar keine Veränderung geschehen, also im Denken. Also viele Menschen können das noch gar nicht zuordnen. Also die werden sozusagen in ihrer Entwicklung bleiben auf der geistigen Ebene. Wahrscheinlich brauchen sie noch längere Zeit. Aber im Kollektiven, auch die Menschen, die noch sozusagen schlafen, bekommen Heilung für die, ja, sie bekommen seelische Heilung, also Heilung für die Seele. Also auch diese Menschen machen mit uns gemeinsam sozusagen Schritte nach vorne, aber sie werden in dieser Materie wahrscheinlich bleiben, also höchstwahrscheinlich. Und
Es wird sich dann halt in dem Globalen zeigen. Also diese Menschen haben halt den Weg gewählt, hier auf der Erde ja noch weiter in diesen, auf diesem Weg zu bleiben. Also ich habe gleich am Anfang heute angesprochen, dass die Menschen, die sich entschieden haben, werden eben an den ursprünglichen Weg zurückgesetzt. Und diese Menschen bleiben wahrscheinlich auf dem Weg, ja, auf dem Weg der Manipulation höchstwahrscheinlich, weil sie das noch brauchen. Und sie bleiben höchstwahrscheinlich in dieser 3D-Ebene. So sehe ich das. Ja, also sehe ich auch so. Und was denkst du, wie sich das auf diese materiellen Geschehnisse auswirkt, wie zum Beispiel Kriege, also Stichwort Ukraine-Krieg, Konflikte, Wirtschaft, Inflation, Bankenkrise? Hast du da Informationen bekommen von den Plejadiern? Also, als ich die Neujahrsbotschaft geschrieben habe, du hast sie auch auf deinem Kanal dann veröffentlicht, gell? Die Plejaden haben gesagt, also wir sehen die Jahre nicht wie ihr in diesen Abschnitten, zeitlichen Abschnitten, wir sehen das in energetischen Abschnitten. Und sie haben gesagt, dieses Jahr wird von drei energetischen Abschnitten bestehen. Und der erste energetische Abschnitt ist die Energieanhebung der Erdoberfläche. Zweiter energetischer Abschnitt ist Anhebung der, also der Innererde, der Licht, ja, von den Lichträumen der Innererde. Und dritter Abschnitt wird dann es sollte zu einer sehr großen Transformation kommen, auch wenn jetzt schon sehr große Transformation verläuft, sollte noch zu einer größeren, weil durch diese Energieanhebung an der Oberfläche und in der Innererde wird noch wahrscheinlich noch zu größere Transformation kommen. Und die haben auch dazu gesagt, dass viele politische, also große Organisationen werden höchstwahrscheinlich dann auseinanderfallen. Sie haben gesagt, dass da ja in vielen, vielen Bereichen, also viele Bereichen werden auseinanderfallen, aber sich gleichzeitig wieder neu ordnen. Die haben zum Beispiel immer zu diesem Krieg, was jetzt gerade auch geschieht, auch gesagt, dass da ungewisse Reinigung kommt, was eigentlich vor uns Menschen versteckt ist, dass da um Reinigung geht. Und vor allem geht es da auch um karmische Angelegenheit. Also ganz kurz zum Verständnis, also du meinst Reinigung, also dass praktisch der Reinigung der Krieg Innere. eher so die Oberfläche ist oder das Mehr Schauspiel und Reinigung. Ja, das also aber, Reinigung der Innererde noch. ach so, also auch Ja. dort in diesen Gegenden. Ja. Und gleichzeitig ist es auch so eine karmische Angelegenheit, also von den Menschen, also die haben sich auch dazu entschieden, diese karmische Angelegenheit zu beenden in dieser Zeit, weil diese Zeit ist eben gut dazu da, viele, viele Angelegenheiten zu beenden. Und sie haben auch gesagt, dass jetzt erleben wir sozusagen feinstoffliche Trennung, aber in ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie viele Jahre das wirklich dauern wird, wird auch diese physische Trennung geschehen. Also ich kann mir das auch noch nicht so ganz konkret vorstellen. Aber sie haben gesagt, es wird auch so sein, dass zum Beispiel manche Nationen und manche Länder werden sich entscheiden, in die höheren Dimensionen rüberzugehen. Aber manche Nationen und manche Länder wollen gar nicht in diese höheren Dimensionen, weil das noch nicht in ihrem. Die wollen das nicht. Also die wollen eine andere Entwicklung haben, weil sie brauchen noch diese Entwicklung. Und es wird doch immer wieder über Jahr 2030, 32 berichtet. In diesen, ich kann mir gut vorstellen, dass in dieser Zeit auch zu dieser physischen Trennung kommt. Kann ich mir gut vorstellen. Und ja, dann
bleibt vielleicht auch in der 3D-Ebene, vielleicht bleiben auch diese Finanzsysteme, vielleicht bleiben auch so diese politischen Systeme, aber nicht in den höheren Dimensionen. Ich kann mir das auch noch nicht selber vorstellen, wie das verlaufen wird. Aber wir haben uns, glaube ich, auch kurz darüber unterhalten, wo wir gemeint haben, wir beiden, ja, vielleicht vergessen wir einfach, was war, und wir starten neu. Vielleicht wird es so geschehen, wenn wir dann in die anderen Dimensionen gehen, werden wir vielleicht das Alte komplett vergessen. Man weiß es nicht, wie das Ja, dann. ich glaube, dass es tatsächlich so sein wird, dass die zum Beispiel alte Institutionen, ne, die noch von den dunklen Mächten eben gebildet wurden, dass die uns einfach gar nicht mehr erreichen. Ne? Ja. Das heißt, wir sind zwar auch noch irgendwo in dieser Realität unterwegs, aber es gibt keine Berührungspunkte mehr. Ne? Das heißt, ich habe so Sachen auch schon erlebt, ne, dass ich wirklich dann plötzlich keine Briefe mehr bekommen habe von bestimmten Institutionen, die haben mich einfach vergessen. Ne? Also ich glaube, es wird so in diese Nicht Richtung mehr. gehen, weil die Ja. Resonanz ist einfach nicht mehr da. Also in dem Moment, wo wir uns wirklich komplett aus der Angst lösen, und weil oftmals sind wir ja noch über diese Angstschiene noch an diese alten Institutionen gebunden, ne? Angst vor dem Finanzamt und so weiter. Und Ja. wenn wir diese Angst wirklich komplett loslassen, dann ist keine Verbindung mehr da und dann sind Ja. wir auf einer komplett unterschiedlichen Frequenzebene, ne? Und Genau. dann sind wir einfach gar nicht mehr, die existieren für die nicht mehr. Ne? Also so, das kann man ja teilweise auch jetzt schon Das erleben. erlebt man schon jetzt, gell? Ja. So, dass die Menschen, die zu uns nicht mehr schwingungstechnisch nicht mehr gehören, also die erreichen uns nicht mehr. Also die sind irgendwie aus dem Feld komplett weg. Die begegnen wir auch nicht mehr. Also wir haben uns schon unsere eigene Realität erschaffen, gell? Also vielleicht hat diese Realität noch so kleine Lücken oder Risse. Aber wir sind, glaube ich, schon immer besser dran. Und wir können eben, wie du sagst, wir haben uns schon vielleicht so eigene Welt des Glücks schon erschaffen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig wird, wo wir aus dieser Nummer sozusagen rauskommen, was die Plejade immer wieder berichten, wir Menschen sollten dann globale Meditationen machen. Dass wir wirklich das Licht hier auf der Erde oder in unserer Realität erhöhen. Denn sie haben das auch damals so gemacht, weil die Plejaden haben auch so ähnliche Geschichte hinter sich wie wir Menschen, die wir jetzt gerade erleben. Und sie haben damals auch erstens Hilfe von anderen außerirdischen Zivilisationen bekommen. Aber was entscheidend war, sie haben globale Meditationen gemacht. Sie haben sich immer zu bestimmten Zeit hingesetzt und meditiert. Sie haben sich verbunden und so haben sie das Licht erhöht und so angehoben. Und dann haben keine dunklen Elemente die Macht nicht mehr gehabt. Also dann, wie du sagst, dann konnte das Dunkle sie nicht mehr erreichen. Die haben auch dazu berichtet, also das war auch ein Prozess. Aber wir haben das geschafft und deswegen sind sie auch bei der Menschheit oder bei den Menschen auch sehr zuversichtlich, dass wir das auch schaffen. Aber sie haben immer wieder gesagt, es wird notwendig, dass wir uns immer wieder verbinden und uns gegenseitig unterstützen und ja, das Licht hier auf der Erde ausbreiten, ausdehnen. Also da müssen wir in die Eigenverantwortung gehen, dann kommen wir immer wieder zurück dazu zurück. Ja, na, ich glaube, der Schlüssel ist wirklich komplett ins Vertrauen zu gehen und nicht mehr in die Angst zu gehen. Es Ja. gibt so eine, weißt, hast du mal die Prophezeiung von Celestine gelesen? Ich habe nicht gelesen. Ah ja, das sind auf jeden Also ich Fall. habe mehrere gelesen, aber ich weiß nicht, welche du jetzt meinst. Okay, das gibt also dieses Buch, ne, Prophezeiung von Celestine. Das war früher, also ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist, war es ein absoluter Bestseller im spirituellen Bereich. Und da wird halt beschrieben, wie der Will schon, also Will heißt die Person, der war schon so weit, dass er sich wirklich auf eine andere Dimension begeben konnte.
Und hat sich dann vor den Augen der anderen sozusagen aufgelöst. Und in dem Moment, und da waren aber so Verfolger, also es ist ein bisschen abenteuerromanmäßig aufgezogen, das Ganze, so das Setting. Und dann waren Verfolger, die haben halt versucht, ihn zu fangen, ne, oder festzunehmen. Und in dem Moment, wo er wieder dann in diese Angst gegangen ist, wurde er wieder sichtbar und sein Körper hat sich wieder materialisiert. Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass in dem Moment, wo wir uns wieder mit dieser alten Energie verbinden, indem wir in die Angst gehen, und das heißt also raus aus dem Vertrauen, rein in die Angst, dann sind wir wieder auf dieser niedrig schwingenden Ebene und dann sind wir auch für diese Sichtbar. niederen Energien erreichbar. Und deswegen Genau. ist es halt so wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst dafür entscheiden, in das Göttliche zu vertrauen. Ja, Ja. da hast du absolut recht. Und auch wenn wir in die Natur gehen, da sind wir jetzt sogar mit den Lichtwesen der Innererde verbunden. Ich habe im letzten Gespräch, glaube ich, kurz dazu erzählt, dass ich gerade, das war gerade in der Zeit, wo wir das Gespräch gedreht haben, das letzte, und da hat sich gerade die Innererde oder die Lichtwesen der Innererde mit der kosmischen Welt verbunden. Und das hat auch nämlich zu diesem Quantensprung beigetragen, was wir jetzt gerade haben. Denn wenn wir draußen sind, haben wir auch Zugang wirklich nicht nur zu der Natur, nicht nur zu den kosmischen Wesen, sondern auch zu den Lichtwesen der Innererde. Und diese Lichtwesen, die haben mehrere Aufgaben für uns. Sie helfen uns zum Beispiel in der oder mit der Verbindung mit den Kraftorten unserer Erde. Sie helfen uns bei der Aktivierung der Lichtchakren, die sich unter unseren Füßen befinden. Sie aktivieren sogar das Wissen der Chroniken der Erde in uns. Also wir bekommen in jede Ecke oder auf jede Ecke bekommen wir Hilfe. Und das ist jetzt so großartig, dass wir genauso wie du sagst, wir brauchen nur zu vertrauen, denn um uns ist wirklich gesorgt. Also nur wenn ich mich mit den Plejaden verbinde, dann bekomme ich so viele Informationen, wer uns gerade wieder hilft. Und dadurch werden wir wirklich feinstofflicher. Unsere Intuition kann sich entwickeln, entwickelt sich auch gerade. Unsere Schwingung wird lichtvoller. Also wir bekommen so viel Hilfe und wir brauchen wirklich im Vertrauen zu bleiben und die Angst wirklich abzugeben. Natürlich ist es ja ein Prozess, aber wenn die Menschen sich umschauen, dann sehen wir, dass wir wirklich so viele Hilfe bekommen und welche Entwicklung wir in diesen 2, 3 Jahren, in den letzten 2, 3 Jahren gemacht haben. Das ist unglaublich. Ja, und wir erleben ja auch gerade, wie in dieser äußeren Realität, also auch ne, da auch diese Veränderung so schnell vonstatten geht, dass sich alleine, ne, diese Corona-Zeit, womit ja niemand gerechnet hätte, jetzt ist die auch schon wieder vorbei, jetzt kommen große andere Umwälzungen in anderen Bereichen. Also es wird wirklich alles einmal umgedreht, auf den Kopf gestellt. Und wir erleben also so extrem starke Veränderungen in sehr, sehr kurzer Zeit. Auf jeden Fall, was auch die Lichtwesen der Innererde mit uns machen, ist es, dass sie uns mit der Kraft der Kristalle verbinden. Also mit der Kraft auch der kristallinen Systeme der Erde. Also so werden wir auch feinstofflicher und auch kraftvoller. Und dadurch sind wir auch mit den kristallinen Netzen oder Systemen unserer Galaxis verbunden. Also es ordnet sich wirklich alles neu. Also wir gehen wirklich wieder zu unserem Ursprung, wo wir vor Tausenden von Jahren waren. Also, das ist so eine gigantische Zeit. Also, wir erleben wirklich so große Veränderung und Neusortierung. Und das muss uns auch bewusst werden, dass in dieser ganz kurzen Zeit so eine riesige Veränderung gerade
Ja, die Lichtwesen der Innererde helfen uns auch von unserem Ego noch wirklich wegzukommen. Also sie zeigen uns, was uns noch belastet. Sie zeigen noch unsere Schwächen. Deswegen erleben wir ja auch unangenehme Sachen, genauso was du auch angesprochen hast, gell? Also es wird uns jetzt deutlich, deutlich gezeigt. Und jetzt ist gerade ja die Zeit der Entscheidung. Jetzt sind wir in diesem Zwischenraum und wir entscheiden jetzt gerade, wohin wir gehen. Also. Ja, und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir uns bewusst dafür entscheiden, eben mit den Energien und mit den Menschen zusammen zu gehen, die auch wirklich zu unserer Schwingung passen. Ja, und die Menschen, die halt noch diesen alten Weg gehen wollen, dass wir eben mit denen nicht mehr gemeinsam Projekte machen oder weil wir immer wieder auch wieder in das Alte hineingezogen werden würden. Deswegen macht es wirklich Sinn, sich auch neue Kontakte, neue Partner zu suchen, wo die Energie wirklich fließen kann, Ja, wo diese Schwingung wirklich passt. das stimmt. Ja, weil sonst werden wir wieder ja runtergezogen, gell? Ja. Was auch uns ganz gut hilft, ist wiederum auch die heilige Symbolik, also zum Beispiel die Blume des Lebens. Also diese Symbolik ist einfach wunderbar und das ist Symbolik, die uns mit, ja, mit Universum verbindet. Also diese Symbolik befindet sich überall im Universum. Sie verbindet uns ja mit der Datenbank, Bewusstseinsdatenbank des Universums und da ist alles Positive eingespeichert. Also wenn wir wieder mit dieser heiligen Geometrie arbeiten, wenn wir sie anschauen, wenn wir auf Wasser übertragen, werden wir auch wieder so geordnet und an die Ordnung des Universums angebunden. Also können wir auch machen. Ganz einfache Sachen, gell? Genau, raus in die Sonne gehen, in die Natur, sich mit dem Erdboden verbinden. Genau so wundervolle Symbole wie die Blume des Lebens nutzen, die wir auch schon seit 15 Jahren auf unsere Produkte kleben. Schön, ja, genau. Genau. Ja, was mir nochmal wichtig war zu sagen, ne, bezüglich dessen, was ich gerade erwähnt habe, dass wir eben uns auch von den Energien oder auch den Menschen lösen dürfen, die eben noch so diesen alten Weg gehen. Damit meine ich nicht unbedingt, dass es jetzt unbedingt, dass wir nur mit Menschen zusammen sein sollten, die jetzt dieses spirituelle Wissen haben, sondern es gibt ja auch Menschen, die einfach wirklich von der Energie her schon in der neuen Zeit sind, Ja. auch wenn sie sich gar nicht damit beschäftigen, Ja. bewusst, ne? Das heißt, es gibt Menschen, mit denen bist du zusammen und die Energie fließt, die sind positiv, die freuen sich und das ist einfach wunderbar. Sie müssen jetzt nicht unbedingt Das sage unseren ich ja. Kanal, unsere Kanäle, ne, besucht haben oder unsere Bücher gelesen Ja. haben, sondern das reicht, dass sie die Energie mitbringen. Das Ja. war mir nochmal wichtig, das einfach klarzustellen. Ja. Das sage ich auch jedes Mal, wenn mich die Leute zum Beispiel beim Seminar fragen, was bedeutet die Spiritualität? Und ich sage auch jedes Mal genau, was du sagst. Ich sage, das heißt nicht, dass der Mensch irgendwie 500 Bücher gelesen hat. Es geht darum, für mich ist wahre Spiritualität, wenn der Mensch den anderen nichts Böses wünscht. Wenn der hilft, wenn der lachen kann, wenn der fröhlich ist. Und ja, wenn der einfach so in guter Stimmung ist, das ist für mich die wahre Spiritualität, weil viele Menschen fragen, ja, ich bin aber gar nicht spirituell, ich weiß nicht so viel. Und dann sage ich, doch, du bist spirituell, du kannst lachen, helfen, du wünschst den anderen nichts Böses. Und das ist die wahre Spiritualität. Genau. Also mir wurde auch mal gesagt, dass der Gradmesser wirklich der Faktor ist, wie sehr man in der Liebe ist, wie sehr man wirklich liebevoll mit sich selbst und anderen sein kann, Ja. dass das die wahre Spiritualität ist. Ja, genau. Genau. Das ist schön. Ja. Ja. Was würdest du denn unseren Zuschauern und Zuhörern noch mitgeben als Unterstützung, wie sie jetzt in dieser turbulenten Zeit einfach sich ja so gut bei ihrer Aufgabe und bei ihrem Seelenweg bleiben können? Also ich würde sagen, ich mache das
immer so, wenn ich aufstehe, dann oder bevor ich aufstehe, dann verbinde ich mich mit meinen Engeln und ich bitte sie um Führung und Begleitung. Ich bedanke mich bei denen, dass sie bei mir sind, denn ich weiß, dass meine Engel mich mit anderen Lichtwesen verbinden. Und ja, das sind meine engsten Freunde, die mich über alles lieben und sie möchten, dass ich glücklich bin. Und ich würde sagen, wenn man sich nur einfach bedankt bei den Schutzengeln, bei den Lichtwesen, die uns begleiten, dann freuen sie sich riesig. Wir sind durch die Dankbarkeit mit denen verbunden. Dann sind sie sofort ja die Lichtwelle der Dankbarkeit und wir sind einfach in diesem Engellicht, in ihrem Licht und wir können halt einfacher durch das Leben, auch durch den Tag gehen. Sie schenken uns auch eben Vertrauen, die geben uns Kraft und wir können ja, sie sehen alles, welche Vorstellungen wir haben. Sie können unsere Gedanken und Emotionen lesen und fühlen und sie wollen einfach, dass wir glücklich sind. Und sie helfen uns. Ich sage immer, das sind unsere besten Freunde, die begleiten uns schon seit vielen, vielen Inkarnationen. Sie kennen alle unsere Freunde und Feinde und auch alle unsere Rollen als Frau und als Mann. Und sie können uns ganz gut begleiten und helfen, wenn wir sie darum bitten. Und dann ist alles leichter. Also man erlebt den Tag auch anders als irgendwie so abgetrennt von den eigenen Lichtwesen. Ja, das hast du wunderschön ausgedrückt. Danke dafür. Ja, danke für das schöne Gespräch, liebe Pavlina. Danke für die Einladung, liebe Und Matthias. für deine tolle Arbeit und dass du die Menschen erinnerst an ihr wahres Sein. Sehr schön. Danke. Vielen Dank. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bitte teilt gerne diesen Beitrag auf allen Kanälen und vergesst nicht, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und jetzt schicken wir euch ganz, ganz liebe Grüße und erinnert euch an eure geistigen Helfer und Engel. Alles Liebe. Alles Liebe Yes, danke, euch. Pavlina. Danke Tschüss. auch. Bis bald. Bis bald.